Da vorne sehen wir schon mal, ist ein kleiner Unfall passiert. Was ist denn hier? Okay, wir haben Beschuss. Oh, oh, wir haben richtig krassen Beschuss. Kollegen, Kollegen, versteckt euch. Alter, ich krieg hier alles rein. Ich krieg hier alles rein. Wir müssen mal den Panikbutton drücken. Wir brauchen auf jeden Fall mal Verstärkung nochmal. Kollegen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Heute sind wir mal nicht als Streifenpolizei und auch nicht als Spezialeinsatzkommando unterwegs, sondern ihr könnt es wahrscheinlich schon erkennen, wir sind heute als Feldjäger bzw. als Militärpolizei im Einsatz, denn hier auf dem Militärgelände, da kann natürlich auch einiges passieren und ich denke mal, diese etwas krassere Ausrüstung, die wir hier heute haben, die ist nicht zu knapp bemessen, denn auf diesem Militärgelände hier gibt es natürlich viele Waffen und wenn da einmal ein Soldat durchdreht oder wenn hier irgendwelche unbefugten Personen auf das Gelände kommen und sich vielleicht sogar an der Waffenkammer bedienen, dann kann es natürlich gefährlich werden. Ich glaube, wir machen jetzt auch tatsächlich das allererste Mal so eine Militärpolizeifolge und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, was so alles für Einsätze reinkommen. Aber ich würde sagen, wir satteln mal hier auf und gucken da mal, was so alles heute reinkommt. Und da kam auch schon der erste Einsatz für heute rein und zwar, wie ich es gerade schon so ein bisschen ja befürchtet habe, es wurden hier Gegenstände vom Militärgelände geklaut. Der Täter befindet sich noch auf dem Gelände. Nähere Angaben haben wir allerdings noch nicht, also um was für Gegenstände es sich da handelt, könnten jetzt Waffen sein. Oh, da haben wir schon hier ein Zivilfahrzeug. Vor allem, wie ist der denn hier reingekommen? Man muss ja sagen, es sind ja hier eigentlich am Eingang immer Schranken, aber ja gut, die kann man auch einfach umfahren. Guten Tag, wissen Sie, dass Sie hier nicht auf der Autobahn sind? Ich glaube, das sollte man auch bemerken. Aber gut, wir probieren ihn jetzt mal ganz normal anzuhalten. Mal gucken, ob der drauf hört. Anhaltesignal haben wir dem gegeben. Und dann schauen wir mal, ob der anhält. Also scheint er ziemlich verwirrt zu sein. Ja, er hält sogar an, oder? Okay, da vorne ist auch schon mal Unterstützung von der Streifenpolizei. Ja, er hält an. Als ob. Als ob. Okay. Na gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann, Kollegen, gucken wir mal. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Wissen Sie überhaupt, wo Sie hier sind? Haben Sie einmal vielleicht Ihre Ausweisdokumente? Okay, der Herr riecht hier so ein bisschen nach Alkohol. Hm. Alles klar, er hat mir jetzt hier seine ganzen Dokumente gegeben. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Ich würde sagen, das kontrollieren wir dann mal bei der Leitstelle. Und danach gucken wir mal, was der Herr hier gestohlen haben soll. Wir überprüfen jetzt mal bei der Leitstelle hier das Kennzeichen und gucken mal, ob das Fahrzeug vielleicht auch gestohlen ist, aber... Nein, da ist tatsächlich alles in Ordnung. Da gucken wir mal, ob vielleicht... Ja, wir bitten einfach mal den Fahrer hier auszusteigen und dann schauen wir mal, machen vielleicht einen Alkoholtest und durchsuchen mal sein Fahrzeug. Hallo der Herr, können Sie bitte einmal aussteigen? Guten Tag, also Waffen hat er nicht dabei. Zumindest sehen wir das erstmal nicht. Na gut, dann gucken wir mal, ob da irgendwas gestohlen hat. So, Kollege, wollt ihr denn vielleicht kontrollieren? Ich habe da jetzt nicht so Lust drauf. Naja, guckt ihr mal, was er dabei hat. So, macht mal. Ich habe ja nicht umsonst hier meine Kollegen dabei, der sichert die auch ab, aber ich glaube hier, ja, wird jetzt erstmal nichts passieren. Auf dem Militärgelände ist es eigentlich ziemlich sicher. So, wir haben tatsächlich bei dem Herrn jetzt erstmal nichts finden können. Okay, also ist der vielleicht auch einfach nur auf dieses Gelände hier drauf gefahren. Das, ja, kann natürlich mal passieren, ne? Man kann sich ja mal aufs Militärgelände verirren. Ja, passiert mir eigentlich auch ständig. So, ansonsten machen wir da mal einen Alkoholtest. Mach ich da mal. Gucken wir mal, ob der Herr irgendwie was gesoffen hat. Naja, pusten sie da einfach mal rein. Hm. Okay, der Herr hat auf jeden Fall, wie wir links unten sehen, einen erhöhten Alkoholpegel. Das heißt, ja, vielleicht erklärt das seinen kleinen Ausflug hier. Ich würde sagen, wir werden den Herrn dann erstmal auf jeden Fall von der Polizei zur Wache abholen lassen. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Fahrzeug machen. So, während wir hier auf den Transporter für den Tatverdächtigen warten, kontrollieren wir mal das Fahrzeug. Und wir haben tatsächlich was gefunden, und zwar... Eine Shotgun hat der Herr hier aus dem Waffenlager geklaut. Also ist das Waffenlager jetzt wirklich so schlecht bewacht oder was ist da los? Aber naja gut, also der Herr wird dann jetzt hier erstmal von der Streifenpolizei mitgenommen. Das Fahrzeug lassen wir abschleppen und dieser Einsatz ist dann zum Glück erstmal noch relativ harmlos ausgegangen. Ich würde sagen, wir können uns dann jetzt wieder dann auf Bereitschaft begeben und auf den nächsten Einsatz warten. Und wir haben einen relativ dringenden Einsatz gerade reinbekommen und zwar ein Konvoi vom Militär wird gerade überfallen. Das heißt, wir rücken mal sofort an und übrigens da vorne habt ihr ein paar Feuerwehrautos gesehen. Denn wir haben uns da mal gerade ein bisschen dazugestellt. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es für das Militärgelände tatsächlich eine eigene Feuerwehrstation gibt. Aber gut, wir müssen uns jetzt erstmal auf den Einsatz konzentrieren. Wie gesagt, ein Konvoi der Bundeswehr ist hier in einen Hinterhalt geraten. Das klingt auf jeden Fall erstmal krass. Wir rücken an und ja, wir müssen hier erstmal rausfinden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Bitte keinen Unfall bauen. Hallo? Ah, da ist unsere Verstärkung schon mal. Nee, gut, dann gucken wir mal hier.
können wir raus. Und dann seht ihr jetzt auch mal, wie leicht man eigentlich hier einbrechen kann. Denn, ja, die Schranke ist nicht besetzt. Und so macht man das auf jeden Fall. Wir machen mal Sirene aus. Schauen mal, weil der Konvoi befindet sich tatsächlich ganz in der Nähe. Also ich glaube, die wollten hier gerade erstmal reinfahren. Gucken wir. Oh. Da vorne sehen wir schon mal, ist ein kleiner Unfall passiert. Was ist denn hier? Okay, wir haben Beschuss. Oh, oh, wir haben richtig krassen Beschuss. Kollegen, Kollegen, versteckt euch. Alter, ich kriege hier alles rein. Ich kriege hier alles rein. Wir müssen mal den Panikbutton drücken. Wir brauchen hier auf jeden Fall mal Verstärkung nochmal. Kollegen, aufpassen. Oh, oh. Oh, oh, ich sehe hier die Täter vor allem nicht. Das sind viel zu viele. Alter. Okay, ich hoffe, die Verstärkung kommt gleich, weil wir sind hier wirklich richtig krass am Beschuss. Ja, Verstärkung ist da. So. Da bringt es auch nichts, hier irgendwelche Verhandlungen zu führen. Hallo, da sind noch ein paar Kollegen von uns. Alles klar. Okay, ich glaube, die Gangmitglieder haben den kürzeren gezogen. Wir haben nämlich die besseren Waffen. Da vorne ein Kollege von uns. Da muss man auch aufpassen, dass wir nicht wieder unsere eigenen Leute abballern. Okay, kamen wir, glaube ich, noch zum richtigen Zeitpunkt. Wird hier noch irgendwo geschossen? Oh, Mist, wir haben hier richtig viele verletzte Kollegen noch. Oh, scheiße. Kamen wir doch ein bisschen zu spät. Okay, Mist. Mist, richtig scheiße gelaufen. Wir gucken nochmal, ob hier irgendwo Täter sind. Aber ich sehe hier nichts. Viele verletzte Kollegen. Das. Oh, Mist. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein paar RTWs. Alter, ist das ein Gemetzel gewesen. Oh, Mann. Ich sehe hier tatsächlich, einer hat von den Kollegen überlebt. Das ist der Herr Schmidt, sehen wir da auf dem Namensschild. Aber ja, darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Unfallstelle muss abgesichert werden. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein paar RTWs, so viel es geht. Ich würde auch sagen, wir holen hier nochmal ja, ein paar Helikopter, beziehungsweise ja, Rettungshelikopter, damit einfach die verletzten Personen hier schneller behandelt werden können, schneller ins Krankenhaus geflogen werden können. Wir haben ja wirklich ziemlich viele Verletzte. Ich weiß gar nicht, wo sind denn meine Kollegen? Ich hatte ja zwei davon. Oh, nein. Nein. Meine Kollegen, die hat es auch erwischt. Also das war echt heftig. Zum Glück kam ja die Verstärkung auch relativ schnell an. Aber Leute. Also. Okay, die Feuerwehr ist auch da. Hier seilen sich ein paar Rettungskräfte gerade von oben ab. Wir hoffen mal, dass das dieses Mal nicht wie in einigen anderen Folgen so ein ja, vollkommenes Chaos wird, weil die Helikopter abstürzen. Nicht so tief, bitte. Ja, okay. Ich glaube, die Piloten haben sogar gelernt. Aber ey, das ist echt krass. Wir müssen uns gleich auf jeden Fall dann erstmal wieder in der ja, Militärbasis sammeln. Ich brauche ein paar neue Kollegen, denn ich denke mal, die haben erstmal einen kleinen Erholungsurlaub verdient. Oh, hier wird wieder geschossen. Was ist los? War das vielleicht ein Fehlschuss hier? Hat sich irgendwas gelöst? Okay, keine Ahnung. Ich denke, die Feuerwehr kommt dann auch nochmal und räumt das Ganze hier auf. Aber für uns hat sich das hier soweit erstmal erledigt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch mal meine Wunden, die ich hier im Rücken habe, verarzten. Und deswegen würde ich sagen, ja, gehen wir erstmal zur Militärbasis zurück. Okay, Leute, ihr seht's, wir sind jetzt wieder in der Militärbasis. Ich habe ein paar neue Kollegen hier zugeteilt bekommen. Und ja, dieses Fahrzeug hier hinten, das hat den Einsatz auch so gut es geht überstanden. Aber ihr seht, das sieht ziemlich mitgenommen aus. Deswegen stellen wir das hier mal als kleines Schmuckstück für die neuen Rekruten hin. Hier haben wir jetzt ein neues Einsatzfahrzeug. Das werden wir dann jetzt erstmal benutzen. Und ja, ich würde sagen, Kollegen, guckt mal, dass ihr hier alle reinpasst. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Fahrzeug, denn ich glaube, hier sind wir ein bisschen schneller mit. Und ja, dann warten wir einfach mal, bis irgendwelche Einsätze wieder reinkommen. Bis hier mal wieder irgendwelche Verrückten meinen, ein bisschen Stress im Militärgelände zu machen. Okay, wir haben jetzt einen Einsatz bekommen. Und zwar versuchen hier gerade Leute, das Militärgelände zu betreten. Sind anscheinend hier an dem Außenzaun. Und ja, dann gucken wir mal. Es ist natürlich jetzt Nacht, also das ist so ein typischer Einsatz. Leute versuchen hier in der Nacht sich tatsächlich hier reinzuschmuggeln. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, die probieren es wirklich nicht über die Schranke, sondern die probieren hier irgendwie über den Zaun zu klettern. Also auch wieder so das Dümmste, was man machen kann. Ich weiß gar nicht, ob jetzt von außen oder von innen da mal hin sollten. Wir probieren es mal außen. Also ich denke mal, die Personen befinden sich noch nicht im Gelände drin. Das ist auch erstmal schön. Konnten die noch nicht die Waffen hier klauen. Und ja, ihr seht, hier ist eigentlich, hier ist wieder niemand stationiert. Also das ist mal wieder so gut gemacht. Na gut, schauen wir mal. Das ist jetzt natürlich kein Offroader, also ach ja, das ist natürlich schlecht, mit so einem Auto hier im Gelände zu fahren. Ich würde sogar sagen, vielleicht wechseln wir und fahren zu Fuß, obwohl es geht gerade noch. Es geht noch. Na komm, fahren wir mal hier hoch. Und dann schauen wir mal. Also hier probieren irgendwelche Personen, da steht jemand. Hallo. Ja, wir haben keine Öffnungszeiten gerade. Was ist denn bei Ihnen los, der Herr? Ja komm, wir nehmen mal keine Waffen raus. Weil der Herr sieht ja erstmal ein bisschen unschädlich aus. Hallo. Guten Tag, was machen Sie denn hier? Sie dürfen hier eigentlich nicht sein. Das ist militärisches Sperrgebiet. Wissen Sie das? So.
Ja, was ist jetzt der Herr? Wieso probieren sie denn hier irgendwie den Zaun, ja, kaputt zu machen, beziehungsweise da durchzukommen? So. Ja, der Herr sagt uns jetzt hier, ja, ich verletze doch niemanden, bitte lassen Sie mich. Nee, also, das Problem ist, das ist hier... Ja, okay, er haut ab. Ja, da haben die Kollegen ihn aber gut getasert. Hallo, der Herr. Ich hoffe, das hat Ihnen Spaß gemacht. Jetzt nehmen Sie mal bitte die Hände hoch, Waffe runter, beziehungsweise Ihr Werkzeug. Okay, und ich höre schon, da hinten kommen schon ein paar Kollegen an. Ja. Oh, er versucht sich hier zu verstecken in der Erde, aber nicht mit uns. Kollege, nimm dir mal fest. Also, der Herr war ein bisschen sauer, der wollte hier irgendwie... Keine Ahnung, er dachte, den Zaun kaputt machen zu müssen. Konnten den jetzt erstmal stoppen. Also der Einsatz ist dann auch jetzt erstmal ziemlich harmlos verlaufen. Der Herr hatte jetzt erstmal keine Waffen dabei. Wobei, Kollege, kontrollier mal, ob der Herr noch irgendwelche illegalen Gegenstände dabei hat. Aber in einem Schussgefecht ist das jetzt erstmal zum Glück nicht ausgeartet. Deswegen denke ich mal, der Einsatz hat sich erstmal erledigt, ja. Und der Herr hatte, wie es aussieht, hier auch illegale Drogen dabei. Aber gut, das ist jetzt nicht ganz so schön, ist aber in dem Sinne nicht mehr unsere Sache. Wir werden den Herrn nämlich dann jetzt der Streifenpolizei übergeben. Die könnte dann in Untersuchungshaft stecken. Und für uns, würde ich sagen, geht es dann jetzt gleich auch wieder zurück aufs Militärgelände und schauen wir mal, was so als nächstes reinkommt. Okay, es kam jetzt tatsächlich ein Einsatz rein. Und zwar wurde anscheinend gerade ein Fahrzeug gestohlen. Da haben wir wohl da hinten nicht ganz so gut aufgepasst. Irgendwelche Leute sind hier, haben das Gelände betreten und ein Fahrzeug vom Militär gestohlen. Ich würde sagen, wir rücken mal an und schauen, was da jetzt genau uns entwendet wurde. Der befindet sich jetzt wohl auf der Startbahn, wie es aussieht. Die Kollegen haben den da entdeckt. Ja, gucken wir einfach mal. Also, wenn er jetzt einen Panzer geklaut hat, wäre das nicht ganz so gut. Nein, keine Sorge, das hier ist nicht das gestohlene Fahrzeug. Das hier anscheinend. Okay, hallo. Ey, das ist ein Polizeifahrzeug sogar. Das ist das, was wir mal im Spezialeinsatzkommando immer genutzt hatten. Wieso klaut man denn sowas? Und vor allem, wieso steht das hier im Militärgebiet rum? Na gut, der Herr will wirklich gar nicht anhalten. Das Problem ist, dieses Fahrzeug kann man auch relativ schwer stoppen. Wir kennen das ja aus den Spezialeinsatzkommando-Folgen. Ja, das kann man wirklich nicht leicht stoppen. Deswegen, wir fordern erstmal ein bisschen Verstärkung an. Und gucken da mal, dass wir den hier irgendwie gestoppt bekommen. Vielleicht können wir auch... Ja, ansonsten eine Straßensperre mal anfordern. Wir wissen auch nicht, ob der Herr eventuell auch noch Waffen geklaut hat oder ob Waffen sich im Fahrzeug befinden. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber anscheinend will der auch gar nicht fliehen. Der hätte jetzt einfach hier rausfahren können auf die Autobahn. Er will wohl hier drin bleiben. Ist das jetzt eine Übung oder was? Okay, wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir fordern mal eine Straßensperre an. Obwohl das hier auch nicht ganz so schlau ist, denn... Ja, es ist ein ziemlich weiträumiges Gelände. Auf jeden Fall, die Kollegen sind dem schon dicht auf den Fersen. Ich überlege auch, ob wir mal probieren, einfach den Beschuss zu eröffnen. Obwohl die Reifen natürlich gepanzert sind, aber ich wüsste nicht, wie wir den sonst stoppen. Wir schießen mal hier ein bisschen auf die Reifen. Das sollte dem Fahrzeug jetzt nicht so viel ausmachen kommen. Vielleicht kriegt der Fahrer ein bisschen Panik dadurch. Aber nee, wir kriegen den echt so nicht. Oh, ja, wir haben tatsächlich eine Straßensperre und sie hat ihn gestoppt. Nein, wirklich jetzt? Ja, die Streifenpolizei ist natürlich direkt hier am Start. Okay, Beschuss wird hier auch eröffnet. Ja, komm. Bleiben Sie mal bitte stehen. Ey, Verfolgungsjagd auf dem Militärgelände. Das muss man sich mal geben. Wir gehen jetzt auch auf Rammkurs, weil ich habe hier keinen Bock, dass ihr uns stundenlang jetzt davon fährt. Aber sein Fahrzeug ist auf jeden Fall stärker als unseres. Ja, richtig scheiße. Richtig scheiße. Okay, komm. Nein! Wir brauchen hier ein bisschen mehr Verstärkung. Das wäre vielleicht schön. Ich hole auch nochmal hier ein paar vom SEK. Und, ja, dann gucken wir mal, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wir holen nochmal Luftunterstützung. Okay, ich habe jetzt mal Luftunterstützung angefordert und wir weisen dann die Kollegen mal an, dass wir jetzt wirklich so aggressiv wie möglich vorgehen. Weil das geht echt nicht, dass die hier auf unserem eigenen Militärgelände eine Verfolgungsjagd machen, die hier gefühlt noch 3 Stunden andauern könnte. Ey, der Herr, was machen Sie? Wie viel haben Sie bitte getrunken, um in dem Militärgelände so ein Fahrzeug zu klauen? Oder auf die Idee zu kommen und dann auch nicht mal richtig fliehen. Ja, er bleibt wirklich die ganze Zeit im Gelände. Komm. Es reicht mir hier langsam. Ich glaube, wenn es echt gar nicht geht, dann müssen wir harten Beschuss eröffnen. Also irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Raketenwerfer oder sowas. Aber das wäre ein bisschen schade um das Fahrzeug. Gucken wir mal. Ah, ja, Kollegen, schneidet dem bitte den Weg ab. Komm, schneidet ihn. Nein. Er ist zu schlau für uns. Aber die Kollegen können auch ein bisschen aggressiver mal vorgehen. Kommt. Bisschen aggressiver. Ja, scheut euch nicht. Der hat zwar ein krasses Fahrzeug, aber... Vor allem, es wird jetzt einfach schon wieder hier morgens. Wir verfolgen den so gefühlt. Die halbe Nacht kommt der Herr. Was wird das? Komm. Nee, wir können echt... Okay, Kollegen, ihr verfolgt den. Wir holen da mal lieber ein bisschen krasseres Geschütz hier. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen stärkere Waffen holen. Und ja, die Kollegen bleiben auf jeden Fall an dem dran. Der bleibt ja eh auf dem Gelände hier.
Okay, Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen krassere Waffen geholt. Also wir haben jetzt hier einen kleinen Raketenwerfer dabei. Wenn wir den jetzt wirklich nicht gestoppt kriegen, dann müssen wir den wahrscheinlich benutzen. Okay, gucken wir mal. Ich würde jetzt erstmal auch lieber einen Warnschuss abgeben, weil nicht, dass das Fahrzeug dann komplett kaputt ist wieder. Komm, wir feuern mal irgendwo dahin. Oh nein, nicht die Kollegen. Nein! Nein, das... Ja, okay, typischer Felix-Moment wieder. Ich habe nicht auf die Kollegen gezielt. Die sind da reingefahren, ja? Aber ich glaube, das war ein guter Warnschuss. Kollegen, steigt mal ein. Das tut mir... Ja, es ist wieder typisch. Also, Leute, das hat keiner von euch gesehen. Das hat keiner von euch gesehen. Okay, aber jetzt sehen wir wenigstens... Oder wenn er hier nochmal vorbei fährt, dann sieht er, was vielleicht mit ihm passieren könnte. Ja, also... Das war wieder auch so dumm. So dumm. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Schneller aussteigen. Hallo, der Herr. Nein. Nein, ich mach das ganze Militärgelände kaputt. Das ist so scheiße. Aber das ist auch die mieseste Verfolgungsjagd, die ich je hatte, weil das Fahrzeug ist halt zu gut gepanzert. Ich glaube, der verarscht uns nur. Okay, wir fordern mal irgendwie nochmal ein paar Straßensperren an und alles, was geht. Aber ihr seht schon, das SEK ist auf jeden Fall dem auch auf den Fersen. Ich glaube, die vermuten auch, dass das hier irgendwie ein bewaffneter Täter ist. Aber wie lange will er das jetzt noch abziehen? Ich glaube, der kommt jetzt wieder hier rum. Dann könnten wir jetzt nochmal die Chance nutzen. Und es tut mir wirklich leid um das Fahrzeug. Aber es geht echt nicht anders. Okay, da vorne kommt er. Wenn wir es jetzt richtig machen. Wir können auch einmal vor den schießen. Okay, dann gucken wir mal. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Alter, es ist nicht... Ich hab den doch getroffen. Ich hab den doch getroffen, oder? Alter. Was? Wie will er mich jetzt... Er will uns doch komplett verarschen. Kollegen, steigt mal bitte ein. Das ist... Also, ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber hier sind gerade so viele Einheiten im Einsatz. Das ist also echt krass einfach nur. So, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Wir probieren hier den Weg zu versperren, aber es klappt nicht. Also ich muss, glaube ich, nochmal probieren, ein paar Mal auf den zu schießen. Ich meine sogar, ich habe den gerade getroffen, aber es hat nichts gebracht. Vielleicht beim zweiten Mal. Die Panzerung ist vielleicht schon ein bisschen beschädigt soweit. Ja, komm. Bisschen da draufballern. Der Herr, wollen Sie jetzt nicht mal stoppen? Wo sind denn überhaupt die ganzen Kollegen? Wie kann das denn sein? Hier verfolgen den gefühlt so irgendwie 20 Einheiten. Und keiner kriegt irgendwas. Lol. Haben wir gerade unser Fahrzeug? Ja, das ist auch wieder mal komisch. Aber unser Fahrzeug sieht auf jeden Fall ja, wie neu aus. Kann man nichts gegen sagen. Na, ah, das ist mal wieder typisch. So. Okay, ey, was passiert denn hier die ganze Zeit? Jetzt mal... Nee, komm. Ja, ihr könnt den vielleicht rammen. Ihr habt ein starkes Fahrzeug. Oh, nein, nicht ein Helikopter. Der war teuer. Der war... Oh, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja. Oh, perfekte Position, perfekte Position. Kollegen, kommt weg. Kommt weg mit euch. Wenn der jetzt sich nicht... Ja, da zeigt... Jetzt hat er Angst bekommen, ne, der Herr. Wenn sie jetzt noch zu Fuß... Ist das ihr Ernst? Wenn wir den jetzt nicht bekommen... Das wäre so peinlich. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Also, ich gebe jetzt mal ein paar Warnschüsse ab. Aber ansonsten verabschieden sie sich von ihrem Fuß. Okay, ich treffe auch. Ja, da. Okay, okay, jetzt nimmt den mal fest. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Also, der... Was ist denn das für einer? Also, wenn der jetzt nicht mindestens 5 Flaschen Wodka oder sowas getrunken hat, dann weiß ich auch nicht, wie man auf so eine Scheiße kommt. Ey. Ja, komm, nehmen sie den mal fest. Okay, also der Kollege von der Streifenpolizei macht hier auch gerade schon mal einen Alkoholtest. Aber wir haben hier gerade Shots fired reinbekommen. Das heißt, hier in der Nähe wurden Schüsse gemeldet. Und es tut mir leid, so gerne ich jetzt... Okay, er hat Alkohol getrunken. Ihr seht es da unten links. Der hat auf jeden Fall eine Menge Alkohol getrunken. Können wir jetzt als Entschuldigung nehmen. Aber das Problem ist, wir haben jetzt gerade einen dringenden Einsatz reinbekommen. Und zwar, es befindet sich hier wohl ein bewaffnetes Fahrzeug. Beziehungsweise, ja, Schüsse wurden hier in der Nähe gemeldet. Und deswegen, Kollegen, kommt mal. Okay, die stellen sich tatsächlich alle hier schon auf. So, als ob die auf uns zukommen. Oh, was ist denn hier los? Hallo, ist das hier Widerstand von eigenen Leuten oder was? Nein, warte. Weil der eine hat auch auf mich gezielt. Was ist denn hier los? Oh, ja. Nein, nein, nehmen Sie die Waffe weg. Kollege, ich bin's. Es ist alles gut. Es ist alles gut, Kollege. Alles gut, bitte, nicht schießen. Ist das hier jetzt der Aufstand unserer Kollegen? Der Aufstand der Bundeswehr. Kollege, nimm die Waffe runter. Wir haben doch zusammen... Oh, von wo wird er abgeschossen? Nein, ich bin friedlich. Ohne Witz, Kollege. Irgendwo schießen hier Leute. Ich weiß aber nicht von wo. Aber er hat jetzt erkannt, dass ich nicht der Feind bin. Ah, okay. Kollegen, kommt mal mit. Ja, die kommen langsam hier auch. Ey, was ist hier los? Irgendwo hier waren noch Schüsse jetzt.
Okay, ich hoffe, die Kollegen wissen, von wo das genau kam. Ey, krass. Aber ich habe keine Ahnung. Leute, gebt euch einfach mal, wie viele Kollegen hier sind. Also alle nur wegen der Verfolgungsjagd. Hier haben wir auch ja, ein Spezialeinsatzkommando-Team direkt vor Ort. Und ja, hier der verletzte Kollege. Ich weiß immer noch nicht, von wo der abgeschossen wurde. Das kam doch irgendwie von da. Also ich weiß es nicht, aber gut. Kollegen, wir sind hier ein paar zu viele. Sichert gerne mal das Gelände. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein neues Fahrzeug. Und dann schauen wir uns nochmal hier in der Gegend ein bisschen um. Und ja, RTWs brauchen wir hier, glaube ich, auch gleich mal ein bisschen. Okay, also hier, von wo ich jetzt die Schüsse vermutet habe, hier ist tatsächlich keiner. Also ich sehe hier keinen. Ich weiß nicht, von wo hier wirklich geschossen wurde. Aber da die Schüsse sich jetzt auch nicht wiederholt haben, gehe ich mal irgendwie davon aus. Weiß nicht, war das jetzt ein Streit unter Kollegen? Die haben sich da gegenseitig abgeschossen? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall jetzt dann erstmal wieder zurück aufs Gelände fahren. Und dann warten wir mal, was heute noch so reinkommt. Ich hoffe, keine Verfolgungsjagd mehr. Die Schranke geht sogar auf. Ja, krass. Okay, Kollegen, Schluss mit der Mittagspause. Wir müssen hier einmal aufsatteln, denn wir haben hier Schüsse auf dem Militärgelände gemeldet bekommen. Also einmal bitte rein. Streiten sich hier wieder Soldaten? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist wohl da hinten, wo diese... Ich weiß gar nicht, was das da für Gebäude sind. Aber das ist auf jeden Fall... Wir fahren jetzt gerade genau drauf zu. Ich mache mal auch die Sirenen aus, weil nicht, dass wir dann direkt beschossen werden. Wie gesagt, wir haben jetzt nur die Meldung über Schüsse bekommen. Genaueres weiß ich auch nicht. Also kann jetzt auch wieder irgendwie eine Fehlfunktion von der Waffe sein. Okay, einmal leise. Ich höre jetzt gerade nichts. Da steht auch jemand rum. Aber ganz ruhig alles. Okay. Ja, ich weiß nicht. Anscheinend ist da wirklich nichts. Oh, ja, okay, da ist doch was. Der Herr. Hallo? Was ist denn mit Ihnen los? Sie müssen nicht auf uns schießen. Wir sind Kollegen. Nehmen Sie mal die Waffe weg. Waffe wegnehmen. Alles ruhig. Okay, gut. Das klappt wohl nicht ganz so gut. Und Sie auch mal die Waffe weg. Ja. Gut, danke, liebe Kollegen, dass ihr so deeskalierend seid. Also, was ist hier nur wieder los? Okay, hier ist erstmal alles gut. Kollegen von der Streifenpolizei sind natürlich auch direkt wieder am Start, wenn es hier ums Schießen geht. Ich weiß es nicht. Also, die haben ja auch wieder angefangen, sich gegenseitig abzuballern. Dann waren meine Kollegen auch relativ flink dabei, hier wieder zu schießen. Aber anscheinend ist ja auch, ja, soweit jetzt wieder Ruhe eingekehrt. Also, keine Ahnung, was heute hier abgeht. Die Kollegen, die drehen anscheinend vollkommen durch. Ja, wahrscheinlich scheint die Sonne zu viel. Okay, Leute, also ich dachte, wir können jetzt hier nochmal ein bisschen rumschillen, aber es wurde gerade von, ja, von der Wache, die am Eingang ist, gemeldet, dass sich da wohl mehrere Personen mit Waffen gerade hinbegeben. Also wir gehen jetzt gerade davon aus, dass die Militärbasis angegriffen wird. Und deswegen, Kollegen, kommt mal bitte schnell. Wie gesagt, am Eingang wurde ein Angriff gemeldet. Also lasst mal hier die Rettungskräfte ihre Arbeit machen. Ich glaube, hier kann man eh nicht mehr viel tun. Und ja, die Kollegen von der Streifenpolizei begeben sich auch langsam dahin. Aber ich denke, das könnte jetzt... gefährlich werden. Wie gesagt, es wurden da tatsächlich mehrere Personen gemeldet, die sich da an den Eingang gerade nähern. Und scheinbar gehen wir davon aus, dass das Gelände hier gerade angegriffen wird. Deswegen würde ich sogar sagen, ganz vorsichtig gucken wir... Och nein, das sind wieder diese Gangleute von vorhin. Oh nein, aber guck mal, die machen sogar gar nichts. Die warten jetzt hier, bis ihnen die Schranke geöffnet wird. Ja, ja. Okay, aber das mache ich, da habe ich keinen Bock, das hier jetzt wieder alleine zu machen, weil das sind so viele. Wir fordern da tatsächlich jetzt erstmal wieder ein paar Kollegen hier vom Spezialeinsatzkommando an. Und dann näher. Wer macht denn die Schranke auf? Seid ihr irgendwie behindert? Also solchen Leuten macht man doch nicht die Schranke auf. Okay, also vielleicht war ich auch zu voreilig. Das Fahrzeug sieht zumindest von vorne so aus wie diese Leute, die da vorhin unseren Konvoi überfallen haben. Aber ich hoffe mal, die Kollegen vom SEK sind gleich da. Ja, kommt, steigt aus, zeigt euch. Ja, okay, die Kollegen vom Spezialeinsatzkommando sind auch schon eingetroffen. Dann können wir jetzt erstmal beruhigt hier hingehen. Also wie so ein Angriff sieht das Ganze nicht aus. Deswegen, wir kontrollieren die einfach mal. Aber kann natürlich auch sein, dass sie jetzt gleich direkt auf uns losschießen. Deswegen gehen wir ein bisschen hier... Hallo! Was geht denn bei Ihnen ab? Wir haben Ihnen doch die Schranke geöffnet. War das nicht nett von uns? Hallo? Sie müssen das nicht tun. Okay, anscheinend müssen Sie es doch tun. Hallo? Ja, da ist eine Wache von uns. Und wird abgeschossen. Ja. Das war wohl nichts, würde ich sagen. Das war so ganz und gar nichts. Da ist noch einer. Ja, moin. Tschüss. Ja, vor allem, das ist wieder diese Gang. Die haben vorhin auch den Bundeswehrkonvoi überfallen. Also ich glaube, die haben es so ein bisschen auf uns abgesehen. Mit denen werden wir wohl noch öfter unseren Spaß haben. Ey, keine Ahnung, was das für Leute sind.
Naja, also ich würde sagen, den Einsatz haben wir auf jeden Fall erfolgreich abgewehrt. Ich meine, wie kann man denn immer wieder das Militär angreifen? Da ist ja auf jeden Fall klar, dass man verliert. Aber gut, ihr seht schon, die Rettungskräfte räumen jetzt hier erstmal soweit den Tatort auf. Demnächst werden übrigens hier auf dem Kanal auch wieder ein paar Livestreams kommen. Aber ich würde sagen, für heute war es das dann erstmal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.